Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer niegelnagenden neuen Folge Watchlist, der Serienpodcast. Und ich habe meine sexy Stimme aufgelegt, meine Damen und Herren, denn heute wird es sexy und auch kriminell. Und das ist eine Mischung, die beschreibt uns perfekt. Und wir, das sind Mona und Marcel Mann. Hallöchen! Und zusammen sind wir extrem sexy. Ich habe meine sexy Stimme heute zum Lüften nach draußen gehängt, denn Gut. Ich habe heute meine immer noch leicht erkältete Stimme. Ich kann nicht alles auf die Homosexualität schieben. Ich habe noch eine leicht erkältete Stimme. Deswegen sind wir für alle, die sehr stark auf Daten, Fakten und Koordinaten achten, eine Woche im Verzug. Ja, das weil ist richtig. Ich rang mit dem Tod. Das ist wirklich wahr. Ich kann es auch, es war auch keine Männergrippe, gegen Grippe bin ich geimpft. Deswegen, es war eine richtig starke Erkältung. Ja. Einfach hausgemacht. Es war eine starke Erkältung, die nie zum Tod geführt hätte, aber mich wirklich 2 Wochen an die Wohnung nicht gefesselt hat. Aber ich konnte gerade mal zu DM, zur Apotheke, zu anderen Drogerien. Ja. Und mehr habe ich nicht gemacht. Also zum Staubsaugen habe ich mich einmal aufgerafft. Und ich war auch immer angezogen und ich habe jeden Tag geduscht. Aber ach, arbeiten. Gut, dass du das dann so gesagt hast. Ja, ich konnte einfach nicht synchronisieren, aber Podcast habe ich gesagt, Ola, wir können kein Podcast machen. Nein. Jetzt sind wir aber wieder zurück. Genau, das hätte man auch wirklich nicht hören wollen. Wir hören ja nur noch die Ausläufer dieser Erkältung und das reicht ja schon vollkommen. Aber die Ausläufer, ja. Die Ausläufer, ja. Den Ausfluss und für die sexy Stimme bin deswegen sehr zäh, ich. Sehr ja, zäh. Sehr zäh. Also für die Sexiness ist mal wieder die Frau in der Runde so zuständig. Ganz und das begrüße klar. Ich stark. Ich lehne mich zurück und versuche nicht einzuschlafen, während weibliche Sexiness mich umgarnt. Ich weiß, deswegen bist du ja nun dagegen resistent, aber trotzdem, ich wir bin versuchen. Immun. Da bin ich auch gegen geimpft. Ja. Herrlich. Full package. Wir versuchen es heute und wir sind ja nicht nur Mona und Marcel Mann, wir sind ja noch was. Nein. Wir sind Marcel Flix und Monason Prime und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von der Sonne, die nun jeden Tag 4 Minuten länger anwesend sein wird, denn es wird Frühling, ihr Primelisten. Herrlich. Es ist und wirklich das ist so. Schön. Jeden ja, Tag schön. 4 Minuten länger. Das heißt, wir haben bald wieder 18 Uhr Sonnenschein. Hammer. Ich kann also, falls, es nicht erwarten. Also Licht. Licht ja. Einfach. Ich sag jetzt mal Licht. Sonnenschein ist schon mal übertrieben, aber Licht. Und ich find's großartig. Ich gucke wirklich jeden Tag auf die Uhr ja. Zufällig, weil wenn ich den Lichtschalter betätige, habe ich auch den Blick auf die Uhr. Und also wenn ich um 17.20 Uhr noch kein Licht anhabe, denke ich mir, nimm das, Putin. Wirklich, du füllst unsere Energiespeicher. Wir sind dir wirklich zu Dank verpflichtet. Ich bin das Dextro-Energie, oder heißt das Energie? Wie heißt das Dextro-Energy? Ja. Für Strom. Ich bin, Hammer. Kannst, also Photovoltaik-Marcel nennt ja, man ja, das ist es, das ist es. Das lag mir auf der Zunge. Herrlich, herrlich, das ist schön und es wird deswegen ein bisschen sexy. Ich habe deswegen eine verruchte sexy Stimme auch mal. Denn es wird tatsächlich sexy, aber es wird auch Crime. Und das ist wirklich, also das ist die Mischung, da holen wir jeden mit ab. Genau, denn wir sprechen heute, also Mona und mich holen wir definitiv mit dem Thema ab. Ja. Wir sprechen heute über die Serie Welcome to Chippendales. Ja, sexy. Und es geht um die Chippendales, Überraschung. Ja, weil ich habe zwar gerade auch Buffy im Bande der Dämonen zu Hause laufen und da machen wir vielleicht eine Sondersendung drüber, sure. Weil das entspannt mich total. Eine Serie aus Ende der 90er, Anfang der 2000er, mhm. Wo es keine Referenz zur aktuellen weltpolitischen Eben. Lage gibt schön. Und es ein bisschen Fantasy ist und die teilweise wirklich gar nicht mal so schlecht gealtert mhm. ist, muss ich sagen. Ich lieb's und das gucke ich sehr gern an und google nebenher, wie welcher Schauspieler, was der heute macht, ob die sich gegenseitig bei Instagram folgen. Das gucke ja, ich ja, vor ja, allem. Ja. Ach, cool. Das interessiert mich. Und manche, was die heute so machen, ob die schon Kinder haben, wie die aussehen spannend. Und wie alt die waren. Ja. Das ist für mich das Spannendste. Wie alt waren die Lehrer, wie alt waren die Schüler? Und es gibt in manchen Szenen Lehrer, die genauso alt waren wie die Schüler. Also, das passiert, wenn man Highschool um die 30 besetzt. Ja. Ja. Darüber sprechen wir aber nicht. DuckTales habe ich auch angefangen. Ich auch könnte ja nicht schön. Nur Buffy gucken. Mhm. Und dann hatte ich ja eigentlich vor, und das hatte ich ja auch schon mit dir besprochen. Ja. Ich wollte über die Pamela Anderson-Doku sprechen.
Die ist aber so kreuzlangweilig. Ja. Das ist so, Pamela Anderson ist, glaube ich, eine nette Frau. Und die ist auch irgendwie lieb. Und die sah auch mal richtig toll aus. Und heute sieht sie immer noch, es ist ja immer noch eine schöne Frau, aber ich will sie jetzt nicht darauf reduzieren. Aber leider muss ich sie darauf reduzieren, denn ihr Charakter bringt jetzt nicht so viel. Klar, sie ist Peter-Aktivistin, langweilig. Und sie war irgendwie 37 Mal verheiratet, allein in einem Schaltjahr. Ja. Aber das ist so, die Doku hat ihr Sohn gemacht und der will gut aussehen lassen. Ja, ja, ja. Aber es ist so öde. Sie kann, glaube ich, gut schreiben, weil diese Tagebuch-Auszüge, Einträge, die da auch reingespielt werden, die sind, das ist wirklich gut geschrieben. Aber die Frau hat eigentlich nichts zu erzählen, was nicht jemand anderes schon besser erzählt hätte. Ja. Dann haben wir und da war ich enttäuscht. Ja, ja. Dann haben wir da ein Veto eingelegt und reden jetzt über die Chippendales. Also ich bin noch dabei. Das ist eine Wendung. Das ist der Plot-Twist, den ich mir erhoffe in meinem Leben. Das ist doch herrlich. Ja, weil es gibt dieses Pam und Tommy gibt es auch bei Disney Plus, die Serie über das Sextape von Pam und Ehemann Nummer 1, Tommy Lee. Ja. Und darauf dachte ich, dann gucke ich jetzt halt mal wieder Disney Plus. Ja. Und dann kam ich zu Welcome to Chippendales. Ja. Und diese Serie ist wirklich von vorne bis hinten gelungen. Richtig gut gemacht. Und es sind einfach Stripper, Sex und Mord. Mona, Hammer. Das sind unsere Themen. Das ist mein Dreisatz. Ja, herrlich, herrlich, herrlich. Und diese Serie erzählt die wahre Story hinter der bekanntesten Strip-Show der Welt. Eben. Ich war noch nie persönlich da. Mm-mm. Du warst doch neulich bei Magic Mike. Was heißt neulich? Aber du warst bei Magic Mike. Bei den Chippendales war ich noch nie. Ich durfte schon zweimal bei Magic Mike sein, bei einer Show. Einmal sogar hinter den Kulissen. Ich weiß, ich kriege nicht genug von nackten Männern. Und Magic Mike ist mir natürlich auch 1000 Millionen mal lieber als die Chippendales, muss ich sagen. Weil bei den Chippendales ist es ja noch so ein bisschen klassisch. Wir setzen uns den Cowboy-Hut auf und sind in der Polizeiuniform und los. Ja, und bei Magic Mike ist das ja sehr viel mit Tanz. Also es ist ja eine Akrobatik-Tanz-Show. Und da habe ich mich manchmal vergessen. Das muss ich wirklich sagen. Entschuldigung, wenn ich mich vergesse, lache ich so. Ja, so saß ich dann auch da, während ich einen nackten, eingeölten Oberkörper anfassen musste. Ich armes Ding. Und das war wirklich sehr schön. Aber bei den Chippendales war ich tatsächlich auch noch nicht. Aber wie du sagst, es ist, also für mich war das so die erste Show, die das so gemacht hat und auch eben so professionell und so toll und mit Tanzen und nicht so shabby, ne, sondern so richtig professionell. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist die auch so erfolgreich und hält sich ja bis jetzt. Das ist ja irre. Und auf der ganzen Welt gibt es ja Ableger davon. Und wir haben Mark Terenzi in Deutschland. Ja, gibt es aber auch noch. Ja, gut. Ich sag dazu jetzt nicht. So ein Podcast sind wir nicht. Die Chippendales, die gibt es ja seit den 70ern. Man kennt sie heute auch noch. Man möchte denken, dann haben die ja alles richtig gemacht. Uiuiuiui. Also die Serie, es ist eine Reise in einer Zeitmaschine. Okay. Was ich damit sagen will, sie spielt halt in den 70ern Großteil. Und man landet in Los Angeles. Dort beginnt die Geschichte und alle versuchen ja in Los Angeles der 70er Sex sells. Wer verdient am schnellsten Geld mit sowas? Ja. Und man denkt sich, alle? Nee. Denn ein indischer Unternehmer namens Steve Banerjee möchte gern Karriere als Besitzers. Also Entschuldigung, ich muss mich zusammenreißen, weil es ist sehr kurios. Steve Banerjee möchte gern Karriere als Besitzer eines Backgammon-Clubs machen. Und ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Nee. Anscheinend war das auch nicht so lukrativ. Ich hätte also so einen Uno-Club oder Mensch, ärgere dich nicht, Club. Es gibt ja auch so Spiele-Cafés, kann man Siedler von Catan spielen. Ja. Aber spezifisch ein Backgammon-Club. Ja, warum? Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Okay, aber na gut. Jetzt folgendes. Darum geht's in der Serie. Steve Banerjee, großartig gespielt von einem Schauspieler, dessen Namen ich gerade nicht zur Hand habe, Entschuldigung, hatte sich das in Welcome to Chippendales alles so schön ausgemalt. Mhm. Also er wollte einen noblen Nachtclub in Los Angeles eröffnen, in dem gute Drinks serviert und Backgammon gespielt werden. Schön, schöne Idee. Aber die Idee ist so lobenswert. Mhm, Aber dieser Club mit dem schicksalsträchtigen Namen Destiny 2 will nicht laufen in einer Stadt, in der alle Männer versuchen, beim aktuellen Playboy Playmate zu landen. Wir sind jetzt in der Zeit, in der Playmate sein was ganz Tolles und auch was sozusagen noch, das war ja der Karriereweg für alle Frauen, die heute einen Insta-Account mit Bikini-Fotos haben. Ja. Also,
Stimmt. Destiny 2, weil, jetzt kommt's, dann suggeriert das, es gibt mehr als einen Destiny Club. Genau. Und so hat es auch zwanglos 3 bei mir hier um die Ecke versucht, als Swinger Club. Ich seh Parallelen. Und ja. Auf jeden Fall. Eines dieser zwanglos 3, eines dieser Playmates, die ja gerade so en vogue sind und auch natürlich, weil Hugh Hefners Villa in Los Angeles steht, sind da auch Playmates natürlich in der Stadt. Ja, klar. Dieses Playmate namens Dorothy Stratton, a.k.a. Miss August, landet mit ihrem Freund Paul Snyder in Destiny 2. Hammer. Und nachdem die beiden Steve Banerjee Lügengeschichten aufgetischt haben, sie haben sich einfach besser verkauft, als sie sind, im Grunde genommen. Versucht das Trio, den Club bekannt zu machen, weil die freunden sich dann so an und Paul sagt, also Backgammon, das funktioniert doch nicht so, also wir müssen das irgendwie anders machen. Ja. Und dann gehen die aus. Das hat sich irgendwann ergeben, dass sie sagen, wir wollen irgendwie, ich investiere in deinen Club, wir machen irgendwas, wir gehen aus. Und dann landen die drei in einem schwulen Club und während die da sind, sozusagen, Männer tanzen in Käfigen, Männer tanzen um sie herum und Banerjee kommt auf die Idee, oh mein Gott, wenn hier Frauen, heterosexuelle Frauen sich hier wohlfühlen und die Männer anfeuern und man Männern Geld in die Höschen steckt und andere Männer das auch toll finden, warum eröffnen wir nicht einen Stripclub für weibliche Gäste, in dem ausschließlich Männer die Hüllen fallen lassen? Ja. Ja. Und dann überlegen die sich, wie könnte er heißen. Und das Glück des Trios hält nicht lange, denn viele Menschen wollen ein Stück vom Kuchen, vom Stripkuchen. Das geht jedoch nicht ohne herbe Verluste, die Chippendales mehr als einmal auf die Probe stellen. Bam, 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 bam. Das ist spannend und da schneiden wir natürlich jetzt hier mal den Trailer rein. Liebe Leute, stellt euch einfach viel Nacktheit vor. Viel, also der Geruch von Kokosnussöl in der Nase und Gequietsche an den Stangen und dann geht es los. So rieche ich aber Trailer. Auch ein bisschen. Meine Hüfte ist auch nicht mehr die neueste. Quietscht auch. Ich bin, also wenn man mich gegen den Wind riecht, denkt man, sind die Chippendales und man hört es und dann denkt man, ah nee, es ist doch nur der Marcel, der hat wieder Kokosöl im Haar. Ja, jetzt gepaart mit Eukalyptus von deinem Nasenspray und das ist doch Hammer. So, ab geht's in den Trailer, ihr Schweinchen. Eine Welt voller Luxus, zum Greifen nah, purer Überfluss. Ich mache mich selbstständig. Ein Stripclub für Frauen. Das ist jetzt ein blöder Scherz. Ich scherze nicht. Guckst du dir etwa gern nackte Kerle an? Ich verrate dir jetzt mal was, Paul. Frauen werden auch geil. Willkommen im Chippendales! Ich stehe voll auf das, was hier abgeht. Ihr braucht nichts. Wir brauchen einen Choreografen. Und ich mag Herausforderungen. Ah! Manschetten und Kragen. Du bist genial. Die Nummer wird riesig. Und international. Russland, China, die ganze Welt. Seh mich an und wiederhole. Alles läuft unglaublich gut. Alles läuft unglaublich gut. Und ich werde es nicht versauen. Ich werde es nicht versauen. Ein Applaus für Mr. Chippendales persönlich. Nichts in euer. Das Chippendales ist meine Erfindung. Er arbeitet für mich. Wir beide halten zusammen oder zwischen uns herrscht Krieg. Ist das eine Drohung? Ein Versprechen. Er wird sie nur ausnutzen. Ich habe jeden Cent, den ich besitze, investiert. Ich brauche das hier! Ich hab nichts gegen deine zwielichtigen Deals. Schämen Sie sich! Aber ich lasse nicht zu, dass du dabei unachtsam bist. Oh ja, Blut wird fließen. Ich ruf die Polizei! Du rufst nicht die Polizei! Ah! Mr. Banerjee, ich bin vom FBI. Ich bin der Boss! Du bist ein Mörder! Ich habe alles und bereue nichts. Ich werde den Laden niederbrennen. Sie sind ausgebufft, Mr. Banerjee. Sie haben ja keine Ahnung. Sex fürs Ohr. Ja, genau, Sex fürs Ohr. Oh Gott, ja. Also, jetzt fragt man sich aber, warum, wir kennen sie immer noch. Es gab viele Turbulenzen, Chippendales, es war ein Auf und Ab. Wie konnte Steve die Stripshow, die bis heute bekannt ist, zu einer, sagen wir mal, ikonischen Show schon, machen? Es gab viele Drogen. Also es gibt sehr viele Szenen mit Kokain, die aber wirklich sehr süß gemacht wurden. Es ist wirklich, ich würde mal sagen, da haben sie die Droge, den Grund, warum man Kokain konsumiert und wer es konsumiert, so schön inszeniert, aber ohne es zu verherrlichen. Aber es war einfach,
ist was, also dachte ich, endlich wurde es mal realistisch eingeführt. Aha, so. Spannend. Und es gibt Sex hinter den Kulissen, es gibt geheime Beziehungen natürlich in einer, jetzt kommt's, queer, oppressiven Umgebung, also wo man es verheimlicht hat, dass man Ja, die Frauen sollten ja auch denken, oh, man könnte den bekommen, ist ja klar. Den, naja, den aber Tänzer. Auch hinter den Kulissen, grundsätzlich war das sozusagen, da wird es auch mal angedeutet, weil es ist ja einfach eine Serie, wo man sagt, okay, wir müssen drüber reden. Okay. Eifersucht, es gibt natürlich auch Eifersucht und eine Expansion steht an, es gibt erst nur ein Laden und dann muss es ein großes Unternehmen werden und dann werden Rechte übertragen und dann würde ich mal sagen, gibt es auch den ein oder anderen Mord und vielleicht auch den ein oder anderen Suizid. Okay. Und was die Serie so spannend macht, ist das Business hinter dem Stripclub und dem Strip der Marke, dem Franchise. Die Frage, konnten die Chippendales von einem nicht erfolgreichen Club in Los Angeles aus die ganze Welt erobern und wer musste welche Opfer dafür bringen? Ja, crazy, und, spannend. Die Frage ist halt, stimmt es wirklich, dass Strip-Shows immer irgendwie dirty sind und am Anfang und am Ende gegebenenfalls sogar irgendjemand dafür sein Leben lassen muss und dem allen geht Welcome to Chippendales auf den Grund und erzählt die Story der bekannten Stripper, der bekanntesten Stripper der Welt, wie ein Krimi. Das ist wirklich erzählt wie so dieses People vs. OJ oder die Versace Story, das ist so erzählt, wo man sich denkt, oh mein Gott, wir beginnen beim Punkt, wo ein unerfolgreicher Mensch sagt, ich will was Besseres werden und mit Hilfe von Leuten schafft er es auch, die Leute werden raffgierig und zeigen ihre richtige Visage und dann muss man sich wieder von Leuten trennen und der Grund, warum es diese Marke dann immer noch gibt, ist oft nicht der, der sie gegründet hat, sondern Zufälle oder Glück oder einfach wahnsinnig böse Machenschaften hinter den Kulissen. Ja. Und es ist wirklich eine sehr schockierende True-Crime-Serie, die die wirklich dreckigen Ecken von Los Angeles und der Showtanzbranche ausleuchtet. Das finde ich toll. Und du hast ja schon gesagt, es ist ja eine True-Crime-Story. Jetzt wollen wir natürlich wissen, Welcome to Chippendales, was stimmt an dieser Story? Also was ist der True-Crime-Anteil daran? Und an dieser Geschichte von Welcome to the Chippendales stimmt tatsächlich überraschend viel. Also die Serie basiert auf dem Buch Deadly Dance, The Chippendales Murders von K. Scott McDonald und Patrick Monte de Oca. Das habe ich jetzt einfach mal. Ja, das ist. Doch, was kann man da schon falsch machen? Oder? Es muss so ausgebrochen werden, wie sonst. Wie geschrieben. Ja. Und dass jetzt so ein Business, das mit Strippern irgendwie Geld macht, dass das nicht ganz sauber laufen kann, ist irgendwie klar. Aber dass dafür sogar gemordet wird, das ist eben vielleicht etwas überraschend. Und auf jeden Fall ist Welcome to the Chippendales eine spannende Serie, die einen in diese schmierigen Hinterzimmer von Nachtclubs in Los Angeles quasi führt und eben zu so einer, in so eine Disco-Ära einfach entführt. Und warum sollten wir uns das jetzt angucken? Du hast es schon gesagt, wenn man so weil gerne... Weil wir es gesagt haben. Ganz genau, weil wir hier euch Serien vorstellen, die gut sind und die ihr anzugucken habt, gefällig. Nächste Woche Stegreifaufgabe. Und wenn man halt so spannende und auch leicht verruchte Serien mag, die so den einen oder anderen Verrat oder eben Mord, also das darf einem natürlich nichts ausmachen, ne? Dann ist Welcome to Chippendales wirklich für uns gemacht. Und die True Crime Serie erzählt eben von der bekanntesten immer noch Strip-Show der Welt und allem, was sie eben so erfolgreich machte und dass da natürlich, wo auch viel Geld ist und wo viel Erfolg ist, nicht alles freundschaftlich oder in Freundschaft quasi ablief. Und in Welcome to the Strippendales sieht man auch, wie Frauen eben Gefallen an männlichen Strippern finden und in Strip-Shows eben ja, nicht nur was für Männer sind, ja, dass sich da immer Frauen ausziehen und an den Stangen hoch und runter rutschen. Und das mag erstmal vielleicht auf den ein oder anderen männlichen Zuschauer verstörend wirken, entspricht aber auch heute noch der Realität, wie du es schon angesprochen hast, Magic Mike, die Magic Mike-Filme so erfolgreich wie nie, jetzt ja neu und auch die Live-Shows dazu und da sind auch wirklich sehr, sehr viele Männer mit dabei. Und Welcome to Chippendales erzählt in dieser schillernden, ja, in so schillernden Disco-Farben eigentlich von einer Ära und einem Strip-Franchise, die inzwischen beide großteils wieder der Vergangenheit angehören sozusagen. Und es ist einfach eine super wertige Serie. Also, cool.
Die Bilder sehen geil aus, die Kulissen sind geil, dieser Club, die Büros, die was so abgeht. Und ich würde mal sagen, die ersten zwei Episoden ist es so, dass man denkt, krass, so fing das alles an. Und dann denkt man sich, boah, krass, shit goes down. Ja, okay. Dann eskaliert das. Also es ist sozusagen eine Eskalationsspirale. Aha. Man denkt sich, oh mein Gott, es ist korrupt, es ist kriminell, ja, es ist Betrug, egal wie man Betrug definiert, es ist alles dabei, es ist Vertrauensmissbrauch, es ist Vorteilsnahme, also es ist so, also die CDU ist nicht ganz so korrupt wie die Chippendales, aber 2 Zentimeter davon entfernt. Okay, okay. Und es sind nicht unbedingt die Leute, von denen man es erwartet, sondern ist dieses Universum, in dem das alles existiert, ist einfach so ein, ich würde mal sagen, ein Anzuchtbecken für die dunklen Seiten von jedem. Mhm. Und es ist, wo ich zwischendurch denke, boah, ihr seid alle miteinander eigentlich verbunden, aber auch irgendwie verfeindet. Okay. Und die Schauspieler sind geil. Also, schön. Steve Banerjee wird gespielt von Kumjai Nanjiani. Aha. Man kennt ihn, der ist auch der erste, wie hieß denn das, indischstämmige Marvel-Superheld. Ah. So habe ich das verstanden. Uh-huh. Und es ist ein toller Schauspieler, der sieht toll aus. Uh-huh. Und er ist so aber dabei so realistisch in den 70ern. Und dann haben wir noch Murray Bartlett, den kennen wir mittlerweile von White Lotus. Ah, der ja, hat bei ja, ja. White Lotus den etwas, ich würde mal sagen, auch zu Kokain neigen. Ja. Hotelier, Hotelmanager gespielt. Und dann haben wir Annalee Ashford, Irene, mit die geilste Rolle, weil die wird von der Buchhalterin zu einer anderen Rolle in der Serie, wie nennt man das, befördert. Mhm. Und Juliette Lewis. Juliette Lewis, die ist ja eine der geilsten Schauspielerinnen ever und die spielt mittlerweile in großartigen Serien mit. Man kennt sie von Dust Till Dawn, man kennt sie aus so vielen geilen Filmen und jetzt hat sie umgesattelt auf Fernseh und Streaming und sie war auch schon bei den, wie hießen Yellow Hornets, welche über das abgestürzte Flugzeug. Ich weiß Yellow Jackets. Genau. Mhm. Genau. Die war da schon dabei. Und wir haben sogar Dan Stevens. Und Dan Stevens ist der Paul Snyder. Der ist von Downton Abbey, kennt man ihn. Der ist derjenige, der am Anfang sozusagen sagt, ey, Backgammon ist scheiße, ich habe eine bessere Idee. Ich würde mal sagen, der bleibt nicht so lange im Ensemble. Aber die Serie, die Schauspieler sind geil. Und es gibt so Szenen, die man wirklich ausklammern und bei Social Media posten kann, weil die so witzig sind. Mhm. Als Irene, also als Juliette Lewis in ihrer Rolle als neue Mitarbeiterin, Irene, der Buchhalterin, die vielleicht bis dahin auch nicht mehr Buchhalterin ist, Kokain anbietet. Das ist das Witzigste, Hammer. Weil man sich denkt, genau so geht das. Ja. Also die eine hat es noch nie genommen und die andere nimmt es regelmäßig und erklärt ihr, warum wir es jetzt nehmen, wie wir es nehmen. Und das ist, ich bin jetzt nicht dafür, die Droge zu unterstützen. Ja, ja. Also erstens, es ist eine Droge, zweitens die Verwertungs-, also die Besorgungswege, Beschaffungskriminal, alles. Also ich befürworte das nicht, aber es wird ja von Leuten genommen. Gerade in den 70ern war man, glaube ich, noch nicht so korrekt, dass man darauf geachtet hat, welche Opfer die Droge auf ihrem Weg sozusagen bringt oder welche Leute ihr Leben lassen für die Droge. Mhm. Aber das ist eine Szene, wo ich dachte, lecco mio, da stimmt der Schnitt, das Spiel, das Buch, wo ich dachte, das ist so eine Szene wird dann, wenn du für einen Preis nominiert wirst, wird eingeblendet. Der kurze Ausschnitt bei der Preisverleihung. Ja, und nominiert für beste Nebenrolle. Ja, ja. Und dann kommt die Szene. Ja, Hammer. Und die Serie ist geile Musik, die Tänzer, die werden ja sozusagen, du siehst auch die Tänzer in der Garderobe und wie die miteinander kommunizieren und wie die sich teilweise unwohl fühlen und was die lernen müssen und wie furchtbar die am Anfang waren und wie gut die dann wurden und warum. Und es ist super interessant, es ist unterhaltsam und es ist wirklich, es eskaliert hart. Geil. Das ist, irgendwann hat man sich da, und jetzt schneller, Tempo schneller, oh mein Gott, nicht. Ja. Es ist, die Leute fallen um, wie die fliegen, es ist, und es ist ja wirklich auf die Fakten sind das Krasse. Ja, diese toll. Dialoge sind natürlich wahrscheinlich überzeichnet, hat ja niemand mitgeschrieben. Ja, aber ja, wer, wann, warum angezündet wurde, das ist ja belegt. Also, ich empfehle diese Serie, die ist absoluter Tipp.
8 Folgen, eine Lauflänge ist um die 40 Minuten, manche Folgen sind auch nur so 30, aber und andere dann ein bisschen länger. Ja. Also die haben sich da nicht so in dieses Korsett begeben, super, von wegen 25 Minuten. Nee. Ja. Wirklich, Hammer-Serie. Halt ja, super. Und sie hat halt auch ein Ende. Es ist ja dann ganz klar, sie endet. Ach, klar, ja. Und sie endet mit so einer Einblendung von Text, was dann wirklich noch passierte. Und das ist geil. Das Ende ist so, wo man denkt, okay, ist, ja, die Marke gibt's noch. Und das, was ihr gerade einblendet, ist der Grund, warum, wow, okay. Für die letzte Minute denkt man sich, Fuck-O-Meter. Okay. Fuckometer. Das finde ich schön. Das ist auch ein tolles Wort, um diese Folge zu beschließen mit Fuckometer. Disney Plus haben wir schon gesagt und natürlich wollen wir noch dein Ranking hören. Dein Ranking, Marcel. Ich vergebe, ja. Mein Ranking. Hier kommen die Punkte aus Republik Moldau. Ich vergebe 4 von 5 Lümmeln in Velour-Leggings. Keine 5 wegen Drogenverherrlichung. Okay. Deswegen ziehe ich einen Sachkunde-Punkt ab. Okay. Aber lieb gemeinte 4 von 5 Punkten. Das ist doch herrlich. Das ist mein Shopping Queen. Ja. Lieb gemeinte -3 Punkte. Ich hasse sie. Ja. Aber herrlich, das macht sehr Laune. Also das muss ich wirklich sagen, auch mal wieder eine schöne True Crime irgendwie Geschichte, ne? Von so einem Ding, das man total kennt, aber man kennt überhaupt schön. Nicht. Ja, schön. Für Zuschauer aus der Entfernung, genau. Schön, ja. Aber man kennt für Beteiligte nicht, nein. Aber das ist ja nun auch schon passiert, da können wir jetzt nichts mehr dagegen tun. Aber genau, dass man so von irgendwas, was man total kennt, wo man aber, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, wie das überhaupt entstanden ist und dass das überhaupt so ein großes... Bist du der Serie auch nicht. Eben, deswegen finde ich das toll, dass jemand auf diese Geschichte gekommen ist und also sehr toll. Das gucken wir uns an. Und ansonsten hören wir uns natürlich wieder. Im besten Falle, fingers crossed, wenn Marcel nicht doch Pfingsten. Noch von dieser... Ja, wir haben auch wirklich zu tun. Also Pfingsten ist realistisch. Nein, wir hören uns im besten Falle in 2 Wochen wieder. Bis dahin hört ihr die 1000 Millionen anderen Folgen gerne, die wir euch schon aufgenommen haben und folgt uns auf Social Media. Marcel Mann und Moderatorin heißen wir da. Und folgt uns. Wir teilen uns nämlich einen Account. Ganz genau. Ja, so, wir haben einen Pärchen-Account. Folgt uns bei Twitch und bei Bumble. Genau, das machen wir auch. Und auf eurer Podcast-Plattform, über die ihr uns am besten gerade hört, da könnt ihr auf Folgen drücken und dann steht da meistens folgst du. Und dann werdet ihr nämlich auch benachrichtigt, sobald eine neue Folge kommt. Die spült es dann rein in eure geladenen Folgen sozusagen. Dann verpasst ihr da gar nichts. Und dann, wie gesagt, also fingers crossed, in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, Kokosnussöl kaufen. Ist gut für alles. Tanzt, als ob euch die Kundschaft zusieht. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.